Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin, die Only Flug Pokémon Challenge. Oder sollte ich sagen, guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht? Ja, ich habe gerade eben beim Vodafone Kundendienst angerufen, dass doch mein Internet nicht funktioniere und ich doch bitte das Ganze im Auge behalten soll, ob es doch wirklich um 2 Uhr morgens wieder funktioniere, ich dann wieder anrufen solle. Es ist ein Kabelbruch und die Techniker arbeiten dran. So, das Ganze dazu. Wir gehen weiter durch Flori. Oh, ich habe Haare im Gesicht. Okay, hallo. Das ist eine Marronbeere. Möchtest du sie pflücken? Ja, möchte ich. Ich wollte nur gerade eben das Mikro das Headset leiser machen. Denn das Ganze rascht mir hier die Ohren vom Trommelfell aus den Ohren. Ja, ich möchte dieses Ding pflücken. Ach, bevor ich es vergesse, ich raste gerade durch. Wie man recht sehen kann, hat sich Ben zu einem Glutexo entwickelt. Dem ein kurzer Schnitt. Boah, Ben erreicht Level 16 und wir alle wissen, was dies bedeutet. Der versucht Drachenblut zu erlernen, aber eine Attacke möchte vergessen werden, und zwar Heuler, weil Heuler doof ist. Ben hat Heuler vergessen und Ben erlernt Drachenblut. Und Ben entwickelt sich. Ja, schauen wir mal gespannt zu, wie Ben zu einem Typ-Pokémon sich entwickelt. Jo. Und damit wurde Ben zu Glutexo. Ich wollte nur die Entwicklung gezeigt haben. Bis... Ja, dann geht jetzt der Part weiter. Ciao. Jo, ja, das war die Entwicklung von Ben. Und da spricht uns ein kleines Mädchen an. Hilf mir, Trainer. Ich möchte zu meinem Papa. Mein Papa und ich leben im Windkraftwerk. Warum lebt ein Mädchen mit ihrem Vater im Wind? Egal. Plötzlich kamen da so Leute, die angezogen waren wie Raumfahrer. Die haben mich aus dem Kraftwerk gescheucht und zwingen meinen Papi irgendwas zu tun. Bitte, Training, ich will zu meinem Papa. Jo, da oben geht's zum... Boah, was ist los? Wald XYZ, da wollen wir noch nicht hin. Wir gehen hier lang. Ich traue mich nicht, in diese Wiese zu gehen. Da hausen böse Pokémon drin. Die sind alle Donnertyp. Und Donnertyp ist böse. Ein Trank. Da 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 da. Ich will mal eben was nachgucken. Warum haben wir Pascal vorne? Weil alle gleiches Level haben. Okay. Gut. Hallo. Ach ja, ich habe trainiert. Das wollte ich doch noch zeigen. Du siehst mal aus, als wir versuchen wollen, hier reinzukommen. Ja, ihr darf keinen reinlassen, weil Baum. Und ja, jetzt müssen wir um den Zutritt kämpfen. Warum muss man eigentlich mal kämpfen? Egal. Ja, wie man vielleicht gesehen hat, habe ich trainiert. Alle ein wenig. Scheren macht vom Nacktier macht Bedrohung. Ah, cool. Ja, Pascal hat nichts Neues gelernt, wie man sieht. Ich glaube, er ist auch gar kein Level oder nur ein Level gestiegen. Jetzt beißen wir uns gegenseitig die Kehle aus dem Hals. Sterb, Knackleon. Pascal erhält eine Menge Erfahrungspunkte. Chromalat. Nö, ich wechsle nicht. Boah, voll verpeilt. Man sollte nicht um 1 Uhr morgens Parts aufnehmen. Vor allem nicht, wenn man am nächsten Tag Vorlesung hat. Aber eigentlich wollte ich jetzt gerade den Livestream von dem Mero gucken und dann... Ja, DSL und Festnetz down. Ich will ja gar nicht in der Haut der Telekom-Techniker stecken, die da jetzt gefälligst das Ganze zu machen haben. Um 0 Uhr arbeiten. Also ob ich mit einem Pokémon diesen überhaupt geschonkt hätte, bla bla, ja. Na, wenn das nicht großartig ist, von einem Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Aha, so werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Tja, abgeschlossen. Ja, was machen wir jetzt nur? Wir gehen natürlich zurück zum Blütenfeld. Aber vorher, bevor ich es vergesse, gehen wir eben mal in die Berichte rein. Ja, hat nichts Neues gelernt, hat... Konntest du vorher schon Windhose? Konnte Tali vorher schon Windhose? Ich weiß es nicht mehr, sonst hat sie Windhose gelernt. Ein Drachen...
Angriff. Etwas ungewohnt, aber egal. Mit der Stärke 40, Genauigkeit 100, Gegner trifft, schreckt eventuell zurück. Panzer-Aeron hat Windschnitt gelernt. Ein physischer Angriff mit 55 Stärke. Einer geringeren Genauigkeit als Pflücker. Ach nee, ist spezial auch noch. Greifen, Resignation, Hilf, hohe Volltrefferquote. Deswegen habe ich ihn auch drin. Wenn man mal auf Volltreffer spekulieren möchte, ja, Ben haben wir ja gesehen. Habe ich noch ein paar Level mehr gemacht. Hat aber nichts Neues gelernt. Und Frau Elmgirl ist sowieso egal. Sie ist eine Sklavin. Aha. So, laufen wir eben ins Poké-Center und heilen Pascal. Ich habe gerade heilen wir Pascal. Willkommen im Pokémon-Center. Wir haben ja Pokémon... Also, ich will sagen, also hier war die Gegend recht cool, ein Flugtyp-Pokémon zu trainieren, abgesehen von Pascal. Denn hier sind zumeist Käfer- und Pflanzen-Pokémon anzutreffen, also im Süden im hohen Gras. Da erinnere ich mich noch daran, dass da unten ein Item oder wie man auch immer man das nennen will, liegt. Kugelsaat. Ein Pflanzenangriff. Soweit ich weiß, wir haben immer keine Pflanzen-Pokémon. So, lass mich durch. Lass mich durch. Ich muss zum Blütenfeld. Durch die Blumen. Da oben ist nämlich jetzt der Weg frei. Genug der Worte. Gib den süßen... Genug der Worte. Ich hab immer keine Ahnung. Genug der Worte. Gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Das geht dann. Alles klar. Was machen wir nun? Das fehlt noch, als das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass den Bug seinen Mund hält. Ich glaube, nach dem Kampf werde ich die Stimmen nicht nochmal hinbekommen. Ich bin nicht dafür gemacht, Stimmen zu geben. Eine Herausforderung. Rabauts ist... Ich finde, Rabauts war doch das Pokémon, das je nach seinen Statuswerten entweder ein Kikli, ein Nokshan oder ein Capoeira wird. Ich überlege mal kurz. Ich glaube, wenn die Verteidigung größer als der Angriff ist, wird es ein Nokshan. Wenn die Verteidigung größer ist als der Angriff, wird es ein Kikli. Und wenn beides gleich ist, wird es ein Capoeira. Soweit ich weiß, ist es dann auch eins der Kampf-Pokémon mit den geringsten Basiswerten und das war's. Ich wollte nur mal raushauen. Es kann sein, dass ich dich bei Kikli und Nokshan jetzt verdreht habe. Ich kann es aber auch nicht nachgucken, da ich kein Internet habe. Und auch kein Festnetz. Sterb! Also wenn es soweit... Also ich weiß nicht, ob jetzt auch alle Telekom-Kunden oder Vodafone-Kunden oder 1&1-Kunden alle jetzt davon betroffen sind. Nur es ist irgendwie in letzter Zeit so viele Störungen gehabt, dann... ist irgendwann nervig. Beiß rein. Ja, das ist nicht sehr effektiv. Und boom! In your face. Gut, dass ich nicht Tali draußen habe. Das könnte ihr sehr wehtun, dieses Pokémon. Sie ist zwei Typ normal. Oh, ich muss schon wieder aufstoßen. Wirbelwind, der tauscht doch jetzt mein Pokémon aus. Gegen? Nee, das ist ein Witz, ne? Alle, die er hätte auswählen können, muss es unbedingt vor Elmgirl sein, die doch gefälligst keine Erfahrungspunkte zu kriegen hat. Dann nochmal runter mit dem Angriff. Kein Problem. Zieht nur eine Menge Zeit. ja, danke. Und jetzt beiß rein und lass es sterben. Danke. Punkte. Ja, toll, jetzt erreicht Paul Heuler. So. Oh. Danke. Das ist der Grund, warum ich immer nur Rüpel werden werde. Ja, gut, dann werde ich dich nie im Vorstand treffen. Mann, ist das lahm. Mann, ist das lahm. Ja, sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin das Nächste dran. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Pascal, wie geht's dir? Okay. Ihm geht's gut. Wir können weiter kämpfen. Bummels. Ich mag Bummels als Gegner. Das greift nur alle zwei Züge an. Oh gut. Bummels Angriff wurde vermindert.
Ich könnte ja auch Platscher einsetzen. No, jetzt setzt Finte ein. Wenn es den nächsten Angriff überlebt, wird sowieso nicht angreifen. Das heißt, mehr Schaden werden wir eigentlich nicht nehmen, außer Pascal war es daneben. Gut gemacht, Pascal. Ja, ist gut. Traumato. Könnte nervig sein, weil es Hypnose kann. Wie jedes Traumato. Nee. Aber da es Psycho ist, ist Unlicht sehr effektiv und somit ist es Aua für ihn. Ja, gut. Somit wurde Traumato besiegt. Wir erhalten eine Handvoll Erfahrungspunkte. Pascal erreicht das nächste Level und erlernt Drachenwut. Na, zumindest irgendein Angriff. Ich möchte eine Beförderung im etwas zähere Pokémon bekommen. Also ihr kriegt nur gute Pokémon, wenn ihr auch im Vorstand seid? Was ist das für eine Einstellung, ey? Diese Rotznase so stark, ich meine, so stark, mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Das war's für uns, lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Ja, tschüss, Sikorsky. Oh, was war das denn für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Danke für den K-Schlüssel. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten etwas von meinem feinen, süßen Honig stehlen. Die waren recht seltsam, wie sie sich angezogen haben. Und was sie immer gesagt haben, war viel seltsamer. Ich muss mich bei dir bedanken. Nimm etwas von dem süßen, süßen Honig. Ich nehme gleich ganz viel. Danke für diesen süßen, nutzlosen Honig. Ein Honig auf die Räume lockt das Pokémon an, danke. Damit ist Pascal jetzt auch Level 23 und Tali geht nach vorne, um auch 23 zu werden. Das ist natürlich selten dämlich bei einem Windkraftwerk, wo es Donner-Pokémon gibt, den Flug-Normaltyp nach vorne zu setzen, aber ich habe sowieso nur Flugtyp-Pokémon. Jung. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Danke, ich nehme dein Pupenz in der Elf. Da. Pokémon wieder fit, komm bald wieder. Ja, bye bye. Auf geht's zum Windkraftwerk, denn in den Wald kommen wir immer noch nicht. Kindchen, lass mich durch. Schade, dass es in der vierten Generation noch keinen Flug-Elektro-Pokémon gab. Kommt jetzt in der fünften dazu. Ich finde auch interessant, die anderen sind hierhin zurückgelaufen, haben wir den Schlüssel vergessen. Wie sind die da jetzt wieder reingekommen? Was? Das kann nicht sein. Du hast den Schlüssel? Dann habe ich die Kinder ganz umsonst verschlossen. Ja, der hat die anderen also nie reingelassen. Also, wo sind die hin? Jetzt stehe ich ja wie ein totaler Verlierer da. Keine Zeit für Selbstmitleid. Ich muss den Commander Bescheid geben. Wir haben noch genug Zeit. Ich habe noch genug Zeit. Ich mach den da jetzt noch platt. Och, das macht keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sage ich dir. Was, rumzustehen? Coole Arbeit. Will ich auch haben. Einfach rumstehen und nichts tun, dafür bezahlt werden. Ein Minum. Und das andere Pokémon wird so wahrscheinlich ein Plüssel. Versuchen wir mal Windhose. Funkensprung. Tali. No, du überlebst das, oder? Sag mir, dass du es überlebst. Gutes Mädchen. Letzte Zeit mal. Okay, ja. Sasa, du könntest das vielleicht überleben als mit deiner recht guten Verteidigung. Denn ich glaube, Funkensprung ist physischer Natur und hier muss ich gerade mal mein Headset entknoten. Sehr effektiv, nichtsdestotrotz ist es ein physischer Angriff und da Panzer Aeron sehr physisch ausgelegt ist, dürfte Flücker gut helfen oder auch nicht. Zugabe. Auf gut Deutsch. Er macht jetzt so lange Flücker, bis Zugabe aufhört. Nicht sehr effektiv. Funkensprung. Nicht sehr effektiv, aber durch die physische Verteidigung können wir das einstecken. Danke, Sasa. Guter Vogel. Ach, paralysiert. Supi. Egal, hau mit Flücker rein und gut ist.
Wenn die jetzt sowas wie Donnerschock oder sowas eingesetzt hätten, dann hätte es wehgetan. Plussel, nein. Zum Beispiel wäre Panzer Aeron gegen Aerodactyl gut gewesen, weil Donnerzahn ein physischer Angriff ist und wir wissen, dass sowohl Zaza als auch Garados eine recht sehr gute physische Verteidigung haben. Glaube ich, dass Pascal auch da war. Ey, wie lange hält Zugabe denn noch an? Komm schon, Zaza, du packst das. Ah nein, Zaza, no! Ja, endlich. Haben wir einen Trank? Kann mich nicht entscheiden, ne? Ne. 50, ja. Komm, Zaza. Heilen. Jo. HP von Zaza wurden aufgefüllt. Guter Junge. Tugträne. Ist das nicht ein Baby-Pokémon-Angriff? Spezialverteidigung sinkt. Du sitzt sowieso nur physische Angriffe ein, also weswegen sinkst du dann meine Spezieverteidigung? Na, wenn du meinst. Ich hoffe zumindest, dass Funkensprung tatsächlich auch ein physischer Angriff ist, weil wenn Zaza das so gut einsteckt, dann müsste es eigentlich so sein. Nochmal mit Pflücker das Ganze zu Ende bringen. Ich will sowieso nichts anderes einsetzen, Plussel. Oder Plusle. Oder Plusli. Und wir meinten Erfahrungspunkte und ich sehe, dass wir nach diesem Kampf direkt den Part beenden können. Was haben... Ein Rotzlöffel hat meine Arbeit, bla bla. Gut, ich muss jetzt gleich zurücklaufen. Also, bis... Das war's mit dem Part von Pokémon Bloody Platin. Bis dann und ciao.